Essen wir mit jeder Feige eine tote Wespe? Manchmal schon. Feigenbäume leben in kurioser Symbiose mit winzigen Wespen. Diese Feigengallwespen bestäuben ihre Blüten. Sie sehen aber nicht aus wie unsere heimischen Wespen, sondern eher wie fliegende Ameisen. Und die Weibchen legen ihre Eier in eine Feigenblüte. Wenn es gut läuft für den Feigenbaum, werden einige seiner Blüten dabei bestäubt, aus denen später Früchte werden. Das Zusammenspiel aus männlichen und weiblichen Blüten und die Rolle der Wespen sind hochkomplex. Nur so viel, es kann sein, dass am Ende eine tote Wespe in der Feigenfrucht übrig bleibt. Und ja, die essen wir dann mit. Aber keine Sorge, in einer reifen Feigenfrucht hat sich der Wespenkörper längst aufgelöst. Rausschmecken werden wir ihn also nicht. In Deutschland gibt es keine Feigengallwespen. Deshalb wachsen hierzulande Feigenarten, die sich selbst befruchten. Deren Früchte sind also garantiert wespenfrei.